Hi, mein Name ist Lex. Hallo. Und wir sind gerade live. Nicht jetzt gerade, warte, jetzt gerade nicht. Geh nicht auf Twitch. Doch, guck mal auf Twitch, ob ich da bin. Vielleicht bin ich ja gerade da. Doch, kann sein, dass ich vielleicht sogar da bin. Aber ansonsten spielen wir jetzt auf jeden Fall Mimic Search. Das haben wir letztens angefangen. Konnten wir nicht fertig machen. Es ist meines abgestürzt oder was war da? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was da war. Aber jetzt spielen wir es einfach nochmal von vorne. Und ich glaube, wir müssen einfach raten, wer der Mimic ist. So, komm, wir legen los. Komm, schnell. Chat ist bereit, hier oben, Chat. Chat ist bereit. Wir legen los. Die Suche nach dem Mimic. Mann, ist das laut. Ich mach's ein bisschen leiser für euch. Au, au, und da kommen die Schlüpfer angeflogen. Achtung, da muss ich raustippen. Ein Mimic. Ja, ein Mimic. Okay, Achtung. Konzentration. Das hier ist ernst. Purer Ernst. Oh, ich fahre, stimmt. Ich muss selbst W drücken zum Fahren. Mach das, Michi. Ich kann nicht hupen, glaube ich. Genau, hier ist unser Auftrag. Hier wurde ein Mimic gesichtet und den müssen wir... Start, PoliceNet. 354C. So, so. Wie komme ich hier raus? Ah. Flashlight aktiv. Dankeschön. Vielen Dank. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Sir? Bitte berichten Sie mir. Bitte berichten Sie mir. Was ist hier vorgefallen? Was haben wir hier? Hier steht ein verlassenes Auto rum. Und eine Lache von Blut. Blickt ja auch noch rum. Und ansonsten ist hier niemand. Ah. Es werden wohl auch keine... Achso, Valuables sind Wertgegenstände. Es werden auch keine Wertgegenstände vermisst. Also ist wahrscheinlich ein Mimic am Werk, nicht wahr? Ja, ich denke das auch. Es ist irgendwie offensichtlich. Die Karre hat sogar noch geraucht, als ich angekommen bin. Ich glaube, das Opfer wollte hier auf der Straße langfahren, musste dann stoppen, weil der Motor kaputt ist. Okay, und dann hat sie den ADAC gerufen. Oder das Opfer hat den ADAC gerufen. Aber dann hat ein Mimic sie schon erwischt. Ihn schon erwischt. Ah ja, großer Fußabdruck. Ja, ja, ja. Sie hatte keine Chance. Aha, aha. Wie alt war das Victim? 37 Jahre. Wenn man ihre ID anguckt. Auf dem Personalausweis war halt da, ne? Ist da. Gibt's hier in der Nähe öfters Mimic-Attacken? Nein, überhaupt nicht. Es sieht aus, als erweitern sie ihr Territorium. Ich glaube, der Fricker ist bestimmt hier noch in der Nähe. Und verdaut sie irgendwo im Gebüsch. Und du sollst dich jetzt drum kümmern? Ja, das ist, warum wir hier sind. Ich werde es finden und es kalt machen. Ich fahre ein bisschen around. Ich fahre ein bisschen herum und schau mal, was mir so auffällt. Slap. Sounds like a plan. Slap. Ah ja, nen. Okay, das hätte mich nicht so erschrecken müssen. Eine Karte hast du ja auf deinem Laptop, ne? Ja. Ich habe eine Karte. Gutes Gespräch. Okay, wir können uns noch ein bisschen umgucken, falls noch irgendwas vermisst wird. Und er geht zurück zur Station, okay. Also, Blut. Mehr, mehr. Es ist Blut. Eine Handtasche. Oh! Nothing was stolen. Okay, wir können damit tatsächlich interagieren. Eine Zigarette, die schon warm ist. Dumm, 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 dumm. Was ist die 5? Ah, das ist der Fußabdruck. Das ist der Fußabdruck. Entschuldigung, zeigen Sie mir mal Ihre Schuhe. Ja, wäre sie im Auto geblieben, wäre sicherer gewesen. Okay.
Also das Ding ist, beim letzten Mal, also weiter haben wir nicht gespielt, wir sind noch eine Station weitergekommen. Beim letzten Mal bin ich dann durch den Wald gelaufen und habe gemerkt, dass wir auch einfach mit dem Auto hätten fahren können. Deswegen fahre ich diesmal mit dem Auto. Ja, das hängt hier übrigens so, weil ich die FPS nicht begrenzt habe. Warte, so, jetzt habe ich sie begrenzt. Jetzt sollte es hoffentlich nicht mehr so hängen. So. Die Map. Also, das ist, ach genau, warte mal, das heißt Mimic Search. Mimic Search. Und ich pinne das einfach an. So. Yes, Michi, lass dir den Energy schmecken. So, wir sind hier unten. Warte mal, ihr seht meine Maus nicht. Ah, doch, jetzt. Hier unten sind wir. Und fahren jetzt hier einfach geradeaus. Und dann kommen wir zur Gas Station. Und da waren wir, basically. Also weiter haben wir das Spiel gar nicht gespielt gehabt. Dann kam irgendwas dazwischen. Ich weiß nicht mehr. Ach, ich glaube, es war Mew, die dazwischen kam. Ups, ich wollte nicht aussteigen. So. Es war wieder einer dieser Nächte. Ich hasse es, wenn die Nacht für mich zum Tag wird. Wieder einmal nur nachts unterwegs. Ich brauche einen Kaffee. Ah, das hier sieht mir wie eine Gasstation aus, eine Tankstelle. Ich glaube, ich halte hier mal und werde mir einen Kaffee genehmigen und den Typen oder die Frau, ich weiß ja nicht, wer da steht, mal befragen. Zeichen, wenn du mit einem Mimic umgehst. Also ein Anzeichen für Mimics sozusagen. Lange Gliedmaßen, ein lustiger Walk. Also er läuft komisch. Die blinzeln niemals. Und hier fleischfarbende Farbe. Nee, Skin, Haut. Fleischfarbende Haut. Hm. Also wir sollen ruhig bleiben, Polizei anrufen, Distanz zum Mimic kriegen und dann ihm kein Fleisch geben oder so. Genau, Mimics sind Gestaltwandler, genau, also so Skinwalker, ne? Ich nehme noch ein bisschen Eistee mit. Alles, was mit Koffein ist, bitte einmal einpacken, bitte. Und ein bisschen Sojasauce. Hey, was geht ab? Ich finde es immer noch komisch, dass da, wenn der Gegenüber redet, steht da nicht, wer redet. Nur wenn ich rede, steht da you. Hey, was geht ab? Ich habe gehört, ein Mimic ist hier in der Gegend. Mist, das ist schlecht fürs Geschäft. Weißt du da irgendwas darüber und kannst mir bei der Suche helfen? Also, mir ist nichts aufgefallen. Es sieht alles aus wie immer. Echt? Ist dir wirklich gar nichts aufgefallen? Oh, er blinzelt nicht. Ja, du hast recht, Dom. Er blinzelt nicht. Nein, das Einzige, was ich weiß, ist, dass du sehr, sehr vorsichtig sein solltest. Ist das eine Drohung? Heutzutage sind die ziemlich gut, damit so zu tun, als wären sie menschlich. Ah, okay. Es ist nur ein Hinweis. Und sie sind immer noch, sie sind weitaus gefährlicher als sonst. Sie lernen und entwickeln sich. Danke. Aber das ist Information, die habe ich schon längst. Ich bin Polizist. Hältst du mich für dumm? Ich spucke ihm in den Mund. Naja, danke. Wollen Sie nicht noch irgendwas kaufen oder tanken? Nee, danke, ich hab genug. Oh. Okay. Viel Erfolg mit Ihrer Suche, Officer. Dankeschön. Einmal noch ganz kurz die Backen spreizen, bitte. Einmal ganz kurz die Backen spreizen, sagte ich. Weiter. Alles klar. Alles klar. Ja.
Ich würde sagen, sie sind erstmal nicht verdächtig, auch wenn sie immer noch nicht blinzeln. Wobei ich gar nicht weiß, ob er überhaupt blinzeln kann. Mit der Textur. Ich würde ihnen aber ein Backenspreiztraining empfehlen. Mir ist aufgefallen, ihre Backen spreizen sich nur zu 80% des Durchschnitts. Ne? Das ist nicht gut. Ne? Gerade im Alter merkt man das dann später. So. Alles gut, war alles so. Die Gerüche waren genau so, wie sie hätten sein sollen, wie erwartet. Also, alles gut. Okay. So, ich glaube, wir fahren einmal so eine Runde. Dann müssen wir von der Tankstelle, die ist rechts von uns. Die Tankstelle ist rechts von uns. Also hier ist die Straße, Tankstelle ist rechts von uns und wir müssen geradeaus. Wo ist denn die Kreuzung? Hey, warte, was? Ich kann nicht zurückgucken. Ach so, warte mal, wir sind ja schräg in die Tankstelle reingefahren. Warte, aha, guck, wir sind schon rechts abgebogen, oder? Ja, hier geht's lang. Hier geht's zum Motel. Sehr gefährlich fürs Beatmungssystem, die Klabusterbärchen. No. Salem, hallo? Salem. So. Ist das das Motel? Schui. Ordentlich parken. Sehr gut. Ich mag das Ausstieggeräusch immer noch sehr gerne. Ich finde, das klingt einfach so, wie als würde man echt aussteigen. Gucken wir uns hier mal um. Wir haben eine Taschenlampe. Aha. Aha. Manchmal wünschte ich mir, so einen Job zu haben, wäre irgendwie geil. So einfach auf eigene Faust irgendwie Rätsel lösen und ermitteln. Das habe ich schon immer gemacht, Kani. Alles gut. Auch im Real Life. Wusstet ihr, dass man, wenn du kannst ein Eigengewerbe anmelden, kannst sagen, dass dein Eigengewerbe eine Privatdetektei ist. Da zahlst du einmal, also auch als Kleinbewerbe, kannst sagen, da zahlst du dann einmal 30 oder 40 Euro und dann kannst du offiziell sagen, dass du Privatdetektiv bist. Ich wüsste keinen Grund, warum man das nicht machen sollte. Okay. Hier ist halt nichts. Ich dachte, hier findet man vielleicht irgendwas. Hallo. Oh, guck mal. Was mir auffällt, ist, dass wir die Leute auf jeden Fall immer beobachten können, ohne dass sie es wissen. Ach, jetzt, wo ich SSR lese, ne? In Zukunft, wenn ihr Songs per Befehl ausführen wollt, ist es Ausrufezeichen SR. Also Song Request, nicht SSR. Weil es einfach gängiger ist für die Leute. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Ich schreibe es aber noch mal im Discord irgendwann. Schui! Hi. Er hat ein sehr gut großes Gliedmaß, den Bauch. Genau, mit SR. Aber jetzt geht's gerade nicht. Also das wird erst abgespielt, wenn ich wieder Spotify anmache. Ne? Spotify ist ja nicht an. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Wow! Der Dude hat Mewing durchgespielt, Alter. Guck mal. Es ist Mewing McMew. Ich bin hier, weil ich Mimic suche. Können Sie mir da irgendwie helfen? Ein Mimic. So, so, so. Ich hoffe, ich treffe davon niemanden. Ich hoffe, ich treffe niemals so ein Vieh. Denn sonst müsste ich aufhören mit Mewing. Ich habe nichts Weirdes gemerkt. Aber da gibt es eine Farm im Osten von hier. Vielleicht können die mir mehr helfen. Einfach Richtung Norden fahren. Da wird viel gecampt.
Okay, danke für die Zeit. Einfach Richtung Norden fahren. Okay, ab geht's Richtung Norden. Ich guck mal, ich glaube, die blinzeln alle nicht, ja. Ich sag ja, ich glaube, das können die wegen der Textur nicht, Fox. So, warte mal, wir sind jetzt hier am Motel. Hä? Warte mal. Cabin? Trail Park. Hat er nicht gesagt, ich soll Richtung Norden fahren, dass da eine Farm wäre und ein Campingplatz? Dann fahren wir erst zum Campingplatz, ha? Ich glaube, wir fahren erst zum Campingplatz. Also einfach weiter geradeaus. Kann ich eigentlich meine Sirene anmachen? Ich will meine Sirene anmachen. Und kann ich bitte das Licht im Wagen ausmachen? Bin ich denn verrückt? Ah, genau. Hier geht's dann zur Farm. Aber wir fahren jetzt zum Campingplatz erstmal. Einmal die große Runde, dann die kleine Runde. Wenn euch irgendwas auffällt oder ihr irgendeinen Verdacht schöpft, denkt dran, Chat. Chat ist sozusagen mein Deputy. Deputy Chat! Was hast du dazu zu sagen? Hast du schon einen Verdacht, Deputy Chat? Bin ich dran vorbeigefahren? Nee, oder? Habe ich nicht aufgepasst? Bin ich dran vorbei? Drag Queen, hallo! Wir fahren hoffentlich zu einem Campingplatz. Ist das hier der Campingplatz? Ah ja, das sieht mir nach Campingplatz aus. Gleich sind alle Mods hier, ja! Full-on-Mod-Power. Das hier ist der Campingplatz. Okay. Oh, ich kann auch hier das Licht ausmachen. Das wollen wir aber nicht. Wer campt hier denn? Hallo, Sir! Oh nein, das war mein allerbester Freund. Du hast meinen allerbesten Freund gekickt. Forjuk. Mhm. Sitzt hier jemand am Steuer? Nee. Hallo? Ist da jemand drinne? Hallo? Ist da jemand drinne? Was willst du, Mann? Ich bin ein Police Officer. Ich bin hier, um ein Mimic zu finden und hier nachzuforschen. Könnte ich bitte einen Moment mit Ihnen reden? Ja, wir können reden, aber ich lasse die Tür zu. Verstanden? Das ist kein Problem, Sir. Das ist kein Problem. Also, wissen Sie irgendwas, was mir helfen könnte? Nö. Fertig. Nö. Aber es gibt einen Homeless Dude, der ist zu meinem Zelt gekommen und wollte ein bisschen Kleingeld haben. Und er hat gesagt, er hört Schreie in den Wäldern. Ich dachte, er versucht mich nur zu verarschen und dass er irgendwas geschluckt hatte. Aber du solltest ihm auf jeden Fall mit ihm reden, einfach der Straße nach Osten folgen. Danke für die Zeit. Bleiben Sie in Sicherheit, Officer. Werde ich. Den finde ich irgendwie sympathisch, ich weiß auch nicht. Da dachte man erst, er ist voll der Arsch, aber dann hat er gesagt, ich soll sicher sein. Finde ich gut. Aber vielleicht ist... Oh, vielleicht hat Dom auch recht. Vielleicht ist er das deswegen auch einfach. Weep. Finger weg von irgendwelchen Substanzen. Ring, ring, ring. Ring, ring, ring.
substanzfreie Zone. Schreien in den Wäldern. Warte mal, ich will nur ganz kurz mal, ich halte nochmal an. Warte, damit wir nicht über den Haufen gefahren werden, parke ich auch hier. Das ist der Campingplatz. Hier ist die Cabin. Und das ist der Trailerpark. Dann fahren wir mal zur Cabin. Vielleicht wohnt da der Obdachlose. Das könnte schon sein. Ich glaube, das ist möglich. Oh. Ist das etwa ein Mimik? Sollen wir ihn umfahren? Sollen wir ihn einfach umheizen? Nein, komm, wir tun's nicht. Sir? Ich behalte ihn direkt im Auge, so. Sir? Er hat normal lange Limbs. Den brauchen wir nicht angucken. Sir, bitte gucken Sie mir mal ins Gesicht, einmal kurz in die Augen leuchten. Haben Sie zufällig etwas Kleingeld, Officer? Klar, hier, nimm ein bisschen von meinem Kleingeld. Danke, vielmals für das Kleingeld. Kein Problem. Das Ding mit dem Kleingeld. Ich suche einen Mimik. Haben Sie da irgendwas gesehen oder können Sie mir helfen? Ein Mimik? Ah, das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist richtig schlimm. Ich höre Schreie manchmal. So viele Schreie. Zum Beispiel jetzt. In der Nacht. Sehen Sie diese Straße, die hier hochgeht? Und ich glaube, da ist ein Haus. Und? Ich glaube, die Schreie kommen aus dem Haus. Glaube ich. Bitte gucken Sie da mal nach. Ah, ich glaube, ich muss das mal. Dankeschön und bleiben Sie in Sicherheit. Guter Mann. Ja, mach ich, Officer. Mach ich. Die Straße hier, meint er? Ich finde es so geil, dass du hier mit deinem eigenen Auto unterwegs bist. Ich finde, sowas müsste es viel öfters geben. So Horrorspiele, wo du mit dem Auto unterwegs bist. Was mir gerade so einfällt, am Ende sitzt der irgendwie hinter uns oder so. Der Mimik. Warum ich ohne Kollegen los bin, der ist krank. Außerdem ist Deputy Chat ja dabei. Deputy Chat ist dabei. Warte mal. Ist das die Straße? Ja, das ist die hier. Hier geht's zu der Cabin. Das ist das Haus, was er meint, ne? Ich finde das so geil, Spiele in Autos in Horrorgames. Ich weiß auch nicht, warum. Weil ich habe schon viele gruselige Situationen im Auto erlebt. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Das finde ich irgendwie geil. Chat ist der beste Kollege. So ist es. Deputy Chat! Ja, am Ende kommt hier irgendwas hinter uns oder so. Die Tür ist auf. Oh, oh. Hab ich eine Waffe? Kann ich eine Waffe ziehen? Ich will einmal die Gegend kurz ausscouten. Nicht, dass wir hier von irgendwas überrascht werden. Was steht hier? Das ist das Licht aus dem Fenster, oder was? Oh, 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 oh. Schön zuschließen. Oh nein, ich habe nicht zugeschlossen. Ich glaube, ich kann gar nicht zuschließen. Ich kann nicht. Ich muss auf den Tui-Tui drücken. Der Tui-Tui. Wie nennt man das denn? Der Tui-Tui. Wie nennt man das? Ich komme nicht drauf. Tui-Tui. War das ein... Oh, ich habe eine Knarre. Oh,
es ist ekelhaft. I should save my ammo for when I need. Ich wollte einfach mal in die Richtung schießen. Boah, ist das ekelhaft. Da krieg ich ja richtig... Oh, hier steht auch noch ein Auto. Da können wir aber nicht reingucken. Alter, fuck off. Sollen wir jetzt echt in den Wald? Wie hieß denn das Spiel? Das war doch Don't Scream oder so. Das war genauso. Hallo? Oh Gott. Fahr mit dem Auto in den Wald. Ich glaube, das können wir gar nicht. Ist das VR? Nee, ich habe keine VR-Brille auf gerade. Alter, das wird ja immer... Hey, ist das jetzt ein Tier oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Alter. Deputy Chat, bleiben Sie dicht hinter mir. Skinwalker, ich finde auch, das klingt nach Skinwalker. Wir müssen einfach mit ihm reden. Ekelhaft. Das ist wirklich... Das ist nicht cool. Nee, es ist verdammt cool, aber verdammt cool ekelhaft. Er trinkt seinen Kaffee mit 3 Löffeln Zucker, habe ich gehört. Alter. Oder es ist halt einfach Smoothie. Smoothie klingt auch leicht so. Well, fuck. No. Es hat aufgehört. No way. Es hat aufgehört. Wow. What the fuck? Was soll das Herz klopfen? Was soll das denn? Was soll das? Wow! Wow! What the fuck? Made by Gemetzel. Oh, Gemetzel. Hä, warte. Ich meine, der hat halt gut Cover gesucht hinter dem Baum irgendwie. Der war gut verborgen hinter dem Baum, aber jetzt mal im Ernst. Das ist irgendwie... Das ist doch irgendwie ein bisschen enttäuschend, oder wir müssen nochmal rein, glaube ich. Erstens will ich noch in die andere Richtung. Und zweitens, das kann doch nicht sein. Das war jetzt irgendwie ein sehr seltsames Ende. Das Spiel ist super gut und dann so ein Ende? Gemetzel, sag mir mal, was da los ist. I should investigate the crime scene. Okay, vielleicht müssen wir ganz kurz... Müssen wir mit dem reden? Müssen wir das jetzt nochmal machen oder sollen wir einfach hinfahren? Hey Dawn, der Mimik hat dich gefunden. Aber hallo, hat er mich gefunden. Der hat mich richtig gefunden und gegessen auch noch.
Warte. Fahren wir einfach durch. Ich wollte nur hier, weil da hat er halt gesagt, ich soll die Crime Scene erst suchen. Aber ich glaube, den Rest fahren wir durch. Und zwar fahren wir diesmal vielleicht noch ganz kurz im Trailerpark vorbei. War das Officer Chad? Aber wie der sich auch angesneakt hat, Alter. Okay, diesmal geht's in die Richtung, Guys. Oh Mensch, war das ein schrecklicher Traum. Ich hab geträumt, ich wäre im Wald alleine mit einer Waffe. Und mich hatte ein Skinwalker gegessen. Ich will nur mal gucken, ob wir uns irgendwie besser vorbereiten können, wenn wir jetzt an der anderen Stelle irgendwie ankommen hier. Ob wir vielleicht, weiß ja nicht, vielleicht kriegen wir irgendwas, Infos. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe schon ein paar Mal auf den geschossen. Vielleicht bringt unsere Waffe einfach nix oder so, warte mal. Wer sind das denn? Hallo? Ich rede dich mit Cops. Ich will doch nur ein paar Sachen fragen. Wie ich schon gesagt habe, ich rede nicht mit Cops. Okay, toll, danke. What the frick do you want here? Was zum Frick willst du hier? Mach mal langsam da, Kumpel. Ich will nur ein paar Fragen stellen. Wir mögen Cops wie dich hier nicht, Bro. Wir mögen Cops wie dich hier nicht. Ich suche einen Mimic und ich will euch helfen damit, sagt er nicht mal, aber. In der Gas Station, around the Gas Station. Mist, das ist da, wo ich mein Bier herkrieg. Scheiß auf den Platz, der ist eh viel zu teuer. Weißt du irgendwas? Ich meine, wenn die nicht vom Mimic wissen, dann würden die wahrscheinlich auch nicht wissen, wie sie mir helfen können. Nö. Ich trinke einfach den ganzen Tag. Hier passiert nichts. Okay, also er glaubt eher, dass das Government, also ne, die Regierung daran beteiligt ist, so Gerüchte auszustreuen, um Leute klein zu halten. Ist irgendwas passiert? Everything as always, also alles wie immer. Und wir sollen unser Glück woanders probieren. Erstmal will ich mich hier umgucken. Das ist ein Schatten, Alter. Ich dachte, das wäre mein Schatten und habe mich gewundert, warum er sich nicht bewegt. Können wir hier noch mit wem reden? Nee, ne? Hier ist nix, ne? So ein Mini-Haus wäre auch geil. Wie heißen die? Mikrohaus? Irgendwie sowas? Warum endet hier eigentlich die Straße? Weil hat die Straße hier auf der Karte geendet? Ah ja. Also fahren wir zurück und dann rechts. Unkooperatives Volk. Und dabei will ich sie eigentlich alle nur beschützen. Aber es war wie jedes Mal. Immerhin waren sie netter als meine Frau, die daheim auf mich wartet. Von ihr kriege ich einfach nur wieder Ärger, dass ich Überstunden mache. Obwohl mein Boss mich natürlich zwingt. Oh. Tiny House meine ich ja. Oh. Hallo, good Sir. So ein Tiny House fände ich cool.
Ist Ihr Wagen stehen geblieben? Herr Sliding Feet. Ich habe gehört, dass das ein Anzeichen für Mimics sind. Sliding Feet. Was geht, Mensch? Geht's deinem Auto nicht gut? Nee, meinem Auto geht's gut. Der Motor ist nur zu heiß. Ich warte nur, bis wieder runtergekühlt ist. Was brauchen Sie, Officer? Hier sollen Mimics in der Nähe sein. Weißt du da irgendwas Hilfreiches? Ja? It's me? Sehr lustig. Du weißt schon, dass so blöde Witze dich in den Knast hier bringen. Weißt du das? Tut mir leid, Officer, es war einfach ein schlechter Scherz. Ich lass dich diesmal von der Leine. Ich muss leider weiter. Bleiben Sie sicher, Officer. Und viel Erfolg. Ich finde auch, er ist nicht gerade vertrauenswürdig. Vielleicht fahren wir ihm mal so ganz langsam über die Füße. Ganz langsam. Hoverboard-Schuhe, ja. Alles ganz schön normal in Animes heutzutage, dass die Füße so sliden. Wir waren auch noch gar nicht in der Farm, gell? Wenn du zurückfährst, ist er 100% weg. Sollen wir gucken. Hier geht's zur Farm. Ah, ist noch da, auf jeden Fall. Oder? Ist er noch da? Ja, da hinten steht er, ja. Da hinten. Er ist noch da, okay. Wir fahren mal zur Farm. Zur Farm waren wir auch noch nicht. Und dann gehen wir nochmal in den Wald. Warum wird hier eigentlich immer der Motor heiß von den Leuten? Das ist ja irgendwie schon der zweite, oder nicht? Vielleicht wird unser Motor auch irgendwann heiß. Speed Limit, ah. Wäre schon ein krasser Move gewesen, wenn er wirklich ein Mimic gewesen wäre. Ja, ich dachte auch irgendwie so. Ich würde es nicht einfach so so hinnehmen, anstatt der... Weißt du, wie ich meine? Also... Hat er auch gesagt, das könnte man noch mal ein bisschen mehr investigaten. Hier ist einfach nur so eine Rundfahrt, oder was? Ah, ja. Ah, ja. Werkzeug... Warum ist das auf? Verdächtige Gummistiefel. Grayman. Warum ist das... Ja, schon, ich hätte auch gerne ein paar... Ich weiß nicht, ich hätte auch gerne ein paar mehr Optionen, die Leute so... Weißt du, so wenn du so ein richtiges Detective-Game machst... Wo es wirklich um so Mimics geht, wo du die Leute so richtig befragen kannst, so in jedem Stil, wie du willst, das wäre voll geil. Alter, als ob ich hier so mein Fenster über Nacht auflassen würde. Die haben echt alle Fenster auf, oder? Nee, die nicht. Aber es sieht auch irgendwie zu aus, oder ist hier gar keiner? Warum ist hier gar nichts? Oh! Fuck off!
Oh. Okay, der hat mich mehr als erwischt. Oh, der hat mich mehr als erwischt. Mist, du hast mich ganz schön erschreckt, Mann. Gehört Ihnen die Farm? Ja. Ja, das ist mein Grundstück, Sir. Ich suche hier Mimics in der Gegend. Wissen Sie da irgendwas? Können Sie mir da irgendwie helfen? Kann ich mal bei Ihnen aufs Klo gehen, bitte? Lassen Sie mich mal überlegen. Nö, ich habe nichts bemerkt. Aber ich habe auch Gerüchte gehört, dass Sie die Leute Sie in den Wäldern hören. Ich persönlich habe da gar keine Angst davor. Okay, also er lässt alle Türen zu und hat die Knarre nah bei sich. Danke für Ihre Zeit, Sir. Okay. Okay. Hui, hui, hui. Ja, ja, ja. So, warte mal. Wir fahren jetzt nach rechts und dann nach links. Doch, ich finde Horror-Games mit Autofahren irgendwie, also nicht wie das eine Game, da wo das Autofahren so mega stressig ist und wo du so super schnell stirbst und den Run von vorne machen darfst, sondern sowas hier, wo du halt ein bisschen mehr so worldmäßig unterwegs bist. Das mag ich irgendwie. So eine Location abgrasen, dann die nächste Location abgrasen, finde ich irgendwie cool. Wo du aussuchen musst, wo du hinfährst. Bei euch hat draußen gerade wirklich was geschrien. Irgendwie verfahren, oder? Ah, nee, warte mal, wir sind hier, oder? Sollen wir mal versuchen, aus der Karte rauszufahren nach rechts? This is the wrong way. Oh, toll. Okay. Per Anhalterspiel? Was meinst du? Was für ein Per Anhalterspiel? So. Gut, dann müssen wir doch wieder geradeaus, bis es links zu dem, bis links zu der Hütte geht. Ah ja, genau hier, bei dem hier. Wo du bei dem Kerl einsteigst, der dich befragt. Das kommt mir gerade irgendwie nicht bekannt vor. Du hast ein Barbecue. Ja, nehme ich. Ich muss gar nicht weiterlesen. Ja, nehme ich. Okay. Ich habe irgendwie gehofft, wir hätten. Vielleicht habe ich auch einfach daneben geschossen. Vollkornbahn. Jetzt versuchen wir nochmal mit. Ja, vielleicht habe ich echt daneben geschossen oder so. Wir probieren es jetzt einfach mal so. Aber wenn wir jetzt wieder sterben und wir sind uns sicher, wir haben auf ihn geschossen, dann ist das halt irgendwie das Ende oder was?
brauche so eine offene Fläche, weißt du? Ich muss irgendwann auf so eine offene Fläche kommen, wo nicht viele Bäume sind, wo der sich hinten dran verstecken kann dann. Weil das hat uns gekillt, dass wir so nah an einem Baum gestanden haben. Und er genau von dem Baum kam, wenn. Alter! No, und er hört auf. Hier ist relativ gut. Okay, es geht los, Geist, es geht los. Von wo kommt er? Von wo kommt er? Konzentration, Konzentration! Ich guck's mir gleich an. Ja, ja, danke schön. Applaus an dich, Chat. Applaus an dich. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Und Dankeschön, YouTube, fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.